Eine Flasche Dom Perignon. Fliegen nur im Privatjet und in der Garage mindestens 7 Sportkarren. Was für viele erstrebenswerte Luxusgüter sind, ist für andere das eigene Tor zur Hölle. Die Rede ist hier vom Rich Kid Syndrom. Ein Krankheitsbild, das sich in letzter Zeit mehr und mehr bei jungen Seen und bei jungen Töchtern verbreitet hat. Besonders bei denen, die in der Sonnenseite von unseren Schweizer Seen wohnen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Tschü», dem Gesundheitsmagazin. Wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaviar wegschmeißt, das ist ja eh nur Eier. Es sieht so billig aus. Beim Rich Kid Syndrom leiden Betroffene besonders darunter, immer luxuriös und pompös ein Leben zu führen. Meistens werden sie dafür nur verspottet. Gibt es einen Weg aus diesem psychischen Karussell? Können Betroffene irgendwann ein normales Leben führen? Wir haben Rich Kids begleitet. Das Rich Kids Syndrom ist ein psychisch aktives Krankheitsbild, bei dem Betroffene das Geld ihrer Eltern für unnötige Luxusgüter ausgeben. Die Betroffenen leiden enorm. Das weiß auch Clemens Schuldenberg. Er ist Experte für Wirtschaftsepidemiologie und Lifestyle-Krankheiten an der Universität Zürich. Die Symptome sind auf der psychischen Ebene oft Einsamkeit oder eine Sehne nach Anerkennung. Auf der körperlichen Ebene ist ein häufiges Symptom Netzhautentzündungen vom Abwischen von Tränen mit Banknoten. Sie wünschen sich ein normales Leben mit regulären Freunden, mit Alltagserlebnissen, wie beispielsweise auch mal einer Verschuldung. Um den Betroffenen den Schritt in ein normales Leben zu erleichtern, coacht Clemens Schuldenberg Rich Kids hinunter in die Mittelständigkeit. Wir begleiten den Jungunternehmer Jason zu seinem ersten Termin in der Selbsthilfegruppe. Natürlich jetzt in meiner Position und meinen Privilegien kann ich sagen, es ist schon schön, wenn man sich ein bisschen auf die Umwelt und um sein Umfeld kann kümmern, oder? Weil du hast ganz andere Möglichkeiten als Leute, die weniger eine Sekunde. Das ist das Büro, eine Sekunde, ja. Ja, das. Nein, ich bin mir nicht. Verkaufen das. Ich habe euch gesagt, ihr müsst den Scheiß verkaufen. Ich bin nicht zu raff. Das ist mir im Fall egal, ob die auf der Straße stehen, ja? Sorry, das war gerade das Geschäft. Nein, eben, was immer. Das Rich Kid Syndrom. Konsumgeile Jugendliche oder ein Hilfeschrei nach Liebe? Der 25-jährige Jason hat das Rich Kid Syndrom. Erst gestern hat er eine Uhr im Wert von 23.000 Franken gekauft. Es ist bereits seine 15. Mit diesem Leben will er aber zeitnah aufhören. Deshalb nimmt er heute an einer Selbsthilfegruppe teil. Sein Vater begleitet ihn zum ersten Termin. Ja, ich finde es natürlich ein mega Angebot hier in Spreitenbach. Ja, ich freue mich natürlich auf das Austauschen mit Gleichgesinnten und ja, ich wünsche mir, dass ich dann vielleicht später auch mal in dem Coop einkaufen kann. Coop heisst es, Jason, Coop. Coop, yeah. In dem Coop-Dings einkaufen, oder? Ja, dann sehen wir uns nachher. So. Okay. Falls es einen Fussel gibt, hä? Ja. Sagst du, einen Helikopter brauchst, schick dir einen. Das ist gut, bis nachher. Bei Jason wurde diese heimtückische Krankheit schon früh diagnostiziert. Umso schwieriger ist es für ihn, davon loszukommen. Jason stammt aus einer Investmentbankerfamilie mit vielen Immobilien. Wie sein Vater ist auch Jason Unternehmer. Er besitzt mehrere Firmen und leitet sein eigenes Consulting-Business. Hallo zusammen, ich bin der Jason. Ich bin ein Rich Kid. Hallo Jason! Hallo zusammen. Ich bin nicht hier, weil ich fühle mich mega unfair behandelt in meiner Firma. Ich habe eigentlich alles selber gemacht, aber sie denken, ich habe nichts selber gemacht. Aber dabei habe ich nur meinen Vater gefragt wegen Startkapital. Hey, ich verstehe dich mega gut, Jason. So, bei mir sagen auch immer also, hey, dein Geld ist doch nur von deinem Papi. Aber das stimmt gar nicht. Ein Teil des Geldes ist im Fall auch von meiner Mami. Gell? Also ich war letztens wieder mal in einem Laden. Oh mein Gott. Und es hat andere Leute dort. Ja, mit so. Und es hat so Wägeli, wo man selber stossen muss. Und dann hat es so ein Kind im Wägeli. Also wer kauft sich ein Kind im Laden? Ich habe 5 Tage kein Auto mehr gekauft.
Oh, krass. Gestern habe ich einen Lamborghini gesehen. Ich habe ihn nicht gekauft, aber. Occasion. Gut! Was? Sehr gut! Ja, was ist das? Leider schaffen es nicht alle Betroffenen, von ihrem Kaufwahn abzukommen. Dennoch hilft dieser Austausch den Erkrankten, ihre Augen zu öffnen und zu erkennen, welches Ausmaß diese Krankheit annehmen könnte, wenn lange nichts dagegen unternommen wird. Der Nachmittag war ein voller Erfolg. Ich habe herausgefunden, es gibt noch viel grössere Losers als mich. Einer zum Beispiel hat eine Bar gekauft, nur damit er etwas kann trinken kann. So ein Loser. Hey, schönen Abend. Auf jeden Fall. Natürlich drücken wir dem Jason die Daumen, dass er den Kampf gegen die heimtückische Krankheit schafft. Bei mir im Studio jetzt ein Koryphäe auf dem Fachgebiet Rich Kids, der Clemens Schuldenberg. Er ist Leiter der Selbsthilfegruppe von Jason. Dagwohl. Guten Abend. Was meint ihr? Besteht die Hoffnung, dass der Jason ein normales Leben führen kann? Ich möchte dem Jason hier natürlich die Hoffnung nicht nehmen. Man muss aber auch ehrlich sein. Er hat ein sehr fortgeschrittenes Krankheitsbild, er hat eine starke Symptomatik, er hat einen ausgeprägten Cashmanisticus. Er hat einen viel zu hohen Glycerinwert im Blut. Das ist ernst zu nehmen. Wir müssen eventuell beim Jason die Behandlung auf eine ambulante Therapie umwandeln. Das wäre am besten vor Ort in beispielsweise Dubai. Ich würde mich dann für das opfern und das auch begleiten. Sehr selbstlos von Ihnen. Was könnte jetzt eine mögliche Schwierigkeit sein bei genau so einer Therapie? Dubai ist jetzt nicht optimal für meinen Hauttyp, Sie verstehen. Ein kleiner Scherz. Aber nein, also wichtig ist natürlich bei einer Therapie, dass die anschlägt, die muss man auch machen. Und das muss man auch wirklich von sich aus wollen. Weil man kann beim Rich-Kid-Syndrom Substanz nicht von den Leuten trennen. Das Geld, das finden die Rich-Kids immer wieder, wie ein mottes Licht sozusagen. Danke für die sehr interessanten Einblicke. Und wir stellen jetzt eine Zürcher Organisation vor, die genau bei der Therapie von Clemens Schuldenberg ansetzt und die Betroffenen in einen normalen Alltag ausführt. Ganz normal Spaghetti mit Ketchup essen oder einfach in einen Supermarkt einkaufen gehen? Für Betroffene vom Rich-Kid-Syndrom ist dies praktisch unmöglich. Deshalb macht es sich die Organisation Rich Kids mit Grenzen zur Aufgabe, Betroffenen weiterzuhelfen. Heute begleitet die 18-jährige Studentin Sarah das Rich Kid Theodor durch den Alltag. Auch Theodor hat schon an der Selbsthilfegruppe teilgenommen. Nun wagt er den nächsten Schritt. Das war's. Ja, weißt du, wir können jetzt ÖV fahren mit dem Tram. Jetzt kannst du jetzt zum Beispiel, wenn man eben irgendwie ein HB muss oder so, dann gehst du an einen anderen Zielort, legst du HB. Kann ich einfach das ganze Tram kaufen? Nein, das ist jetzt eben nicht Sinn und Zweck der Sache. Du kaufst ein einzelnes Billett für eine Fahrt. Was machst du? Der hält dich sowieso da. Nein, was machst du? Sag schnell, wo durch. Bahnhofstrasse einisch. Super. Ja, also eben. Es braucht enorm viel Geduld, Fingerspitzengefühl und ein waches Auge. Denn die Rich Kids sind im Extremfall schwer zu bändigen. Es ist halt eben wichtig, dass man die Rich Kids wirklich einer breiten Palette von Aktivitäten aussetzt, die sie halt nicht gewöhnt sind, die für uns aber alltäglich sind und normal sind. Theo, ja, nein, nicht schon wieder in Gucci-Laden. Schatzsport. Ja, das ist halt auch etwas, was einfach immer wieder passiert, auch mit den Rich Kids. Weil, ja, dass sie dann halt einfach in Gucci-Laden gehen. Aber das ist halt wirklich, wo man sie dann einfach auf der kurzen Leine behalten und ihnen Grenzen aufzeigen. Nein, nein, Theo. Mithilfe der Organisation Rich Kids mit Grenzen tauchen die Betroffenen in die Welt der Mittelschicht ein. Hier lernen sie, wie man anständig mit Geld umgeht und wie man an die Umwelt denkt. Denn für die Heilung des Rich-Kids-Syndroms ist eine aktive Integration in den Alltag unerlässlich. Der Einsatz von Clemens Schuldenberg und der Rich-Kids mit Grenzen lohnt sich. Das Verhältnis von Luxustaschen und Jutebeutel ist laut der Studie von der ETH Zürich langsam, aber sicher wieder ausgeglichen. Weiter reagieren diverse Luxusmarken auf den sogenannten Armuts-Trend. Sie planen für die Wintersaison 2024 eine kostengünstigere Alternative im Angebot. Damit wäre es das auch schon wieder mit einer neuen Folge von «Tschüss und Gesundheitsmagazin». Merci für's Einschalten. Ade und tschüss. Yeah.
Scheiße. Und für wer knöpft sich denn sein Haus? Was habe ich gemacht?